Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Ruby taucht ab. In diesem Film geht es um die kleine Ruby Gilman, die versucht, so in der Schule klarzukommen und so ein ziemlich unauffälliges Leben zu führen. Aber sie möchte gerne doch hier und da so ein bisschen rausbrechen aus diesen ganzen, sage ich jetzt mal, Abgeschiedenheit. Aber ihre Eltern lassen sie nicht, denn die kleine Ruby bzw. die ganze Familie Gilman hat nämlich ein Geheimnis. Denn sie sind eigentlich Kraken. Und da im Mainstream ja die Kraken ja so als, ja, böse Bestien bekannt sind, die Schiffe versenken und dies und das, versuchen sie so unauffällig wie möglich ihr Leben zu leben. Denn es passiert nämlich, sie werden nur wieder zurück als Kraken verwandelt, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Und ja, Oceanside, der Ort, in dem sie leben, ist ja, wie man vom Namen her denken könnte, nicht so weit vom Wasser entfernt. Aber sie versuchen, Wasser so gut wie möglich zu meiden, um nicht als Kraken aufzufliegen. Aber in diesem Film sind nicht die Kraken die Bösen, sondern die Meerjungfrauen. Und ja, und ebenso eine Meerjungfrau, die auch getarnt ist als Mensch, kommt eines Tages auch auf die Schule. Ja, so viel ungefähr zur Story, um euch nicht zu viel vorwegzunehmen. Ja, es ist mal ein Film, wo man mal einen etwas anderen Ansatz hat. Der Film macht zwar irgendwo schon Spaß, aber irgendwie hat er mich jetzt auch nicht umgehauen. Charaktere sind wirklich nett gemacht, auch so die Freunde von Ruby sind extrem interessant und auch so mal das, was man jetzt mal, ich glaube auch, dass der Film kurz nach Ariel ins Kino gekommen ist, weil wegen diesem Konflikt mit Kraken und Meerjungfrau, ich glaube, das hat damit schon so ein bisschen was zu tun gehabt, dass man da deswegen den Zeitpunkt gewählt hat, ein paar Wochen nach Ariel, da den Film reinzubringen und vor allen Dingen, ja, böse Zungen könnte man behaupten, dass die Meerjungfrau schon so ein bisschen Ariel-mäßig aussieht. Die hat zum Beispiel auch rote Haare. Und da halt mal so ein bisschen etwas die Rollen tauscht. Sondern dass nicht die Kraken die Bösen sind, sondern eher die Meerjungfrauen. Aber ja, gut. Kann man mal machen. Also, gute Animation, muss man sagen, macht Spaß, Witze sind auch nicht schlecht und man kann sich auch gut in die Figuren hineinversetzen. Aber mir fehlt da jetzt so ein bisschen so, ja, so das gewisse Etwas fehlt mir einfach. Für Kinder ist der Film absolut genial. Also die werden da mit Sicherheit einen Spaß haben. Und ja, der Film ist jetzt mit 1,5 Stunden auch wirklich nicht lang, sodass man auch wirklich da mit der ganzen Familie reingehen kann. Von daher soweit alles im grünen Bereich. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr, so ein gewisses Etwas halt, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ohne zu spoilern, noch gewünscht, noch ein bisschen mehr, aber ja, ich denke mal nicht, dass es da jetzt zu einem zweiten Teil kommen wird. Weil man hat ja letzte Woche schon bei Elemental gesehen, dass die Animationsfilme momentan schon so ein bisschen Probleme haben. Denn ja, Elemental geht in der Kinokasse momentan auch unter. Obwohl der Film gar nicht schlecht ist, zwar nichts Neues bietet, aber wirklich nicht schlecht ist. Aber ich glaube, so ein bisschen haben diese Animationsfilme momentan doch so ein bisschen ein Problem. Vielleicht fehlt da jetzt wirklich mal, obwohl dieser Film, was mich auch schon gewundert hat, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ein Animationsfilm so teuer ist. Dieser Film hat ein Budget von 70 Millionen. Finde ich schon krass. Damit finanzierst du normalerweise manche Live-Action-Filme mit relativ bekannten Schauspielern. Und hier ist das ein Animationsfilm. Klar, im Amerikanischen hat man da schon so den einen oder anderen bekannten Sprecher, so wie zum Beispiel Coleman Domingo, den kennt man zum Beispiel aus dieser The Walking Dead, wie ist es? Fear the Walking Dead Serie, aus dieser Ablegerserie kennt man da zum Beispiel. Und
Aber trotzdem, ey, 70 Millionen für den Film finde ich schon ein bisschen krass. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Find, der Film ist für Kinder wirklich gut geeignet. Für Erwachsene, ja, eher so mittel. Und ja, viel mehr gibt es zu dem Film auch wirklich nicht zu sagen, ohne zu spoilern, weil, ja, ist ganz nett, so ein bisschen Schule mit dabei, wie man da halt so ein bisschen aneckt bei manchen Leuten und halt nur so seinen kleinen Freundeskreis hat. Aber ja, kann man alles so machen. Hat mich jetzt nur nicht so wirklich vom Hocker gehauen. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, also der Film ist so ganz lustig. Mir fehlt aber so ein bisschen das gewisse Etwas, was mich jetzt so nicht dazu gebracht hat, den Film jetzt als richtig gut zu empfinden. Paar Gags sind ganz gut. Die Animationen sind gut, wie man das von DreamWorks ja eigentlich auch gar nicht nicht anders erwartet. Und ja, aber 70 Millionen für den Film finde ich schon krass, ey. Also muss man sagen, also dafür 70 Millionen finde ich schon heftig. Ja, kommen wir zur Bewertung. Ja, also da der Film sich ja wirklich hauptsächlich an Kinder richtet und wirklich auch für Kinder auch wirklich da ihren Spaß haben werden, gebe ich den Film 4 von 5 Totenköpfen. Weil der Film wirklich für Kinder ist. 90 Minuten ist nicht zu lang. Von daher, für Kinder kann man das wirklich ganz gut mitmachen. Ja. Das war die Filmbewertung zu Ruby taucht ab. Wenn euch gefällt, was ich mache, lasst doch mal ein Like und ein Abo da und schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, die euch interessieren können. Und soweit ich weiß, wann es den Film auf Blu-ray gibt oder sonst irgendwie gibt, werde ich das auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Genauso wie das bei den anderen Filmen jetzt nach und nach auch passiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.